Fly me to the moon. Hervorragender Soundtrack, Neon Genesis Evangelion. Schaut das mal an. Hi, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Wir hecheln einmal kurz die Nominierten zum Spiel des Jahres 2020 durch. Hier geht das jetzt um Nova Luna, also den Neumond von Uwe Rosenberg. Erschien bei Pegasus für 2-4 Spieler, für 1-4 Spieler. Bin ich sicher, ne? Genau. Hier ist natürlich eine Solo-Variante drin. Über die erfahrt ihr von mir nichts, denn wer mich kennt, der weiß, ich spiele nicht Solo. Ich mag meine Mitspieler mit meinen Mitspielern spielen und alleine lese ich lieber Zeitung. Egal. Nova Luna, das ist die neueste Inkarnation des Puzzlens von Uwe Rosenberg. Das kennt ihr aus Patchwork, das kennt ihr aus Patchwork Express, das kennt ihr aus Cottage Garden oder der ganzen Cottage Garden Reihe, ja, und. Also der, irgendwie hat der Herr Rosenberg, der hat das Puzzeln für sich entdeckt. Und auch hier haben wir wieder ein Puzzlespiel, das eigentlich relativ solitär abläuft, aber mit indirekter Interaktion. Das kennt man von Rosenberg eigentlich seit Agricola, eigentlich schon seit Bonanza, dass der das gerne hat, dass man sagt, haha, ich mache jetzt das und das tut dir irgendwie weh, ohne dass ich dir aktiv weh tue. Worum geht das? Wissen wir nicht. Thematisch, das erschließt sich uns nicht mit dem Thema, aber ist ja wurscht. Es geht mechanisch darum, dass jeder Spieler hier so eine Auslage an quadratischen Plättchen sich hinfusselt und die mit seinen runden Holzscheiben füllt. Sollte ein Spieler zu einem gegebenen Zeitpunkt keine Holzscheiben mehr übrig haben, hat der damit das Spiel erstens beendet und zweitens gewonnen. So, was passiert jetzt? Bin ich am Zug, gucke ich, wo steht hier der Mond? Ausgehend von dem Mond kann ich mir eins der nächsten drei Teile schnappen. Jetzt nehme ich mir mal hier gleich das erste, stelle den Mond dahin. Und jetzt passiert Verschiedenes. Erstmal gucke ich, was steht hier für eine Zahl. Das ist die Zeit, die mich das Einbauen quasi kostet. Das kennt ihr aus Patchwork. In dem Fall 6 Schritte. Jetzt gehe ich mit meiner Zeitzählscheibe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte vor und lege das dann in meiner Auslage. Und da sind dann diese anderen Kreise für verantwortlich. Da gibt es verschiedene. Es gibt hier sogar noch welche komplett ohne. Und die sagen einfach, was für ein Plättchen hätte dieses Plättchen gerne in der Nachbarschaft. Das möchte benachbart 2 gelbe, 2 blaue und ein türkises haben. Das sind quasi die Aufgaben, die ich da zu erfüllen habe. Jetzt denkt ihr, ist doch quadratisch, kann ja gar nicht 5 verschiedene haben. Doch, kann es. So, ich lege das hier jetzt hin. Und guck mal, hier, zack, da ist ein türkises nebenan. Jetzt kann ich eine meiner Scheiben da drauflegen. Diese Aufgabe ist erfüllt. Und hier ist ein gelbes daneben. Und dieses Gelbe wiederum hat auch einen gelben Nachbarn. Und das heißt, dass auch diese Zweier gelb erfüllt ist, weil ich nicht nur die direkten Nachbarn angucke, sondern auch die möglichen Ketten, die sich da ausbilden. Wenn ich jetzt da noch einen weiteren hinlege und den noch, dann sind das schon 4 gelbe, die benachbart zu dem sind. Das ist für das nicht wichtig, weil braucht ja nur 2. Aber so funktioniert das eben, dass man da so Ketten bauen kann, um diese Aufträge zu erfüllen. So, jetzt bin ich diese 6 Schritte vorgelaufen und das ist relevant für wer ist wann und wie lange am Zug. Nämlich ist immer derjenige Spieler oder diejenige Spielerin, der oder die ganz hinten steht auf dieser Laufleiste, ist so lange dran, bis es jemand anderen gibt, der weiter hinten steht. Ja? Das heißt, wenn jetzt hier Spielerin Orange dort stünde, hat die 3 hier zur Auswahl, nimmt sich das blaue Plättchen, das kostet 4 Zeit, läuft 1, 2, 3, 4 Schritte vor, steht immer noch ganz hinten, ist immer noch dran. Ja. Nimmt sich jetzt dieses Plättchen, da steht nur eine 1 drauf, legt das daneben, erfüllt damit unter Umständen Aufgaben oder was auch immer. So, und geht nur einen Schritt vor, ist jetzt hier nicht mehr ganz hinten, ist aber auf dem Turm und ist auf dem Turm ganz oben, also zuletzt dort angekommen, das heißt, sie ist immer noch am Zug. Ja, und so kann man über das korrekte Timing sich da letzten Endes Kettenzüge bilden, um seine eigene Auslage hin zu optimieren, dass man dann unter Umständen mit 1, 2 Plättchen auf einmal 5 bis 6 Aufgaben erfüllt. Und wie gesagt, es geht nur darum, die Aufgaben zu erfüllen. Wer das zuerst geschafft hat, hat das Spiel gewonnen. Wie kommen neue Plättchen ins Spiel? Die kommen darüber ins Spiel, dass wir die vorhandenen Waren in unsere Auslagen bekommen. Sobald nur noch 2 oder 1 Plättchen liegen, darf ich, muss ich aber nicht, die Auslage neu auffüllen, bevor ich mich für eins entscheide. Das könnte ich hier zum Beispiel sagen, ich fülle jetzt auf, dann habe ich wieder 3 zur Auswahl
kann auch das hier erstmal nehmen, dann bleibt halt nur noch eins übrig. Jetzt kann der nächste Spieler wieder entscheiden, will er das Ding nehmen oder füllt er auf, um wieder drei zur Auswahl zu haben. Sollte gar keins mehr da sein, dann muss der nächste Spieler neu auffüllen. Genau, das ist Nova Luna, relativ simpel, kann eigentlich jeder spielen, aber trotzdem kann man dann richtig schön so rumhirnen, wie man seine eigene Auslage vor den anderen Spielern fertig bekommt. Erschienen bei Pegasus, wie gesagt, 1 bis 4 Spieler können das Ding spielen. Und es ist jetzt nominiert für das Spiel des Jahres 2020. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir haben euch damit ein bisschen Info geben können. Und mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß mit Spielen und Tschüsschen.